did. Es muss aber noch ein bisschen was kommen, aber die Hinterräder drehen schon gewaltig durch. Eieieiei. Glaube nicht, dass er an die Weite rankommt vom Wandern. Nein! Ah. Das. Das ist also durchaus ernst zu nehmen, das, was in dieser Klasse limitiert ist, auf eben diese besagten 340 Kilo. Ja, und der Verl vielleicht, das sei noch hier angemerkt, liegt bei 50 Metern in dieser Klasse. Erster Starter ist auf einem U-Boot der Daniel Zöllner. Daniel Zöllner kommt aus Gütersloh, ist 15 Jahre alt. Leistung des Faktors 11 PS. Er ist also sozusagen Lokalmatador hier in Verl beim Garden-Pulling. Veränderungen hat man keine großartigen vorgenommen, lediglich das Mähwerk hat man abgebaut. Reifenmäßig, motormäßig gibt es keinerlei Modifikationen an diesem Fahrzeug.
für den lokalen Matador. Liebe Zuschauer, wie wär's da mit einem Applaus? Der Bremswagen so stehen. Ich glaube eher nicht, wenn ich mir den Mann Nettilia hier anschaue. Bleibt nicht so stehen, Manfred. Nein. 20 Kilo oder so. 20 Kilo. Ich muss eigentlich weiter von mir in einer Klasse, die meiste Meter gezogen hat. Gesorgt gegen der Bremswagen. Und der Bremswagen, das ist diese Konstruktion, die man hier hinten sehen kann. Da bewegt sich fahrtstreckenabhängig ein Gewicht von hinten nach vorne und belastet damit die vorne angebrachte Hufe immer mehr, sodass der Zugwiderstand des Bremswagens in Abhängigkeit von der gefahrenen Strecke kontinuierlich ansteigt. Das ist beim Gartenpulling. Beziehungsweise überhaupt beim Kartoffelsack. Gemessen wird die Weite mit einem sogenannten Laser-Messgerät. Und das funktioniert, dazu komme ich gleich noch. Aber zunächst mal schauen wir uns an, was der große Dreher hier vorne vor der Messwagen der Hersteller kann. Das hat Faktor Chin und Berlin. Und es ist gleichzeitig der älteste Teilnehmer in dieser Klasse. Normalerweise haben wir nur Kinder hier dabei, aber er mischt sich als Erwachsener in unterschiedliches Feld und versucht den Kindern eins auszumischen, den er ein bisschen besser ist als sie vielleicht. Oder umgedreht, die Kinder versuchen ihm eins auszumischen. Also das macht das Ganze ein bisschen spannend, unter anderem ein bisschen spannend in dieser Klasse. So, aber diesen Kulturen können schon für Traktor-Pulling präpariert. Zusätzliche Gerichte hinten zeugen davon, er hat auch ein Gericht unten angehängt, das er übrigens neunfach verstellen kann. Er hat ziemlich viele Dinge eingebaut, unter anderem eine Balancekontrolllampe und alles Mögliche, damit der Traktor hier optimal ziehen kann. Beim letzten Lauf gab es ein bisschen Probleme mit dem Auspuff. Den haben sie jetzt original nachgebaut und daran geschraubt, sodass es jetzt keine Motorprobleme geben soll bei diesem Westwood. Da bleibt er einfach stehen. Ich sage mal, wieso bleibt er jetzt stehen? Wenn ich das wüsste. Wenn du das wüsstest. Ja, ich kann es dir auch nicht sagen. Da nützen natürlich alle technischen Dinge wie diese Gewichte und Steigbegrenzer und alles, was du eingebaut hast, gar nichts. Ich helfe euch gerne noch schieben. Aber warum? Keine Ahnung. Und da sind wir schon bei diesen eben angesprochenen Problemen. Diese Fahrzeuge sind gut. Deshalb fährt der Patrick van Sveen diesen Fossil, sagen wir einfach mal dazu. Auch der ist optimal hergerichtet. Man kann schon erkennen, die Hinterräder sind geschliffen. Er hat Steigbegrenzer in Form von Rollen. Das heißt, wenn er so hinten aufsetzt, dann ist die Bremsen so stark. Und technische Probleme kennt er anscheinend gar keine. Bewegt sich ohne Probleme über die 50 Meter Marke. Ist das ein Applaus wert hier? Ja. Das ist ein super Faktor. Also, ich denke mal, die Klasse die deutsche Meisterschaft sogar an mit ihrem Red Flash, mit dem roten Blitz. Nebenher geht ihr Papa, das ist der Günther Konrad. Das ist ihr Techniker. Optisch passt alles sehr schön zusammen. Die roten Overalls, der rote Helm, der rote Faktor, alles passt optimal zusammen. Das
nimmt, ist schon hier Werk. Und dadurch ganz klar fährt ja der DSG dann ein John Deere. In Hassenrohr konnte er bei der letzten Veranstaltung diesen Lauf sogar gewinnen. Lässt ihn steigen am Anfang. Zwei Zylinder hat er unter der Haube des kleinen John Deeres. Aber wie gut ist er auf dieser Bahn? Das ist die Frage. Geht sie nochmal zum Bull mit dem. Ja. So, wieder eine Starterin haben wir hier vorne, nämlich mit dem Mini-Killer. Das ist die Melanie. Und jetzt legt die Melanie los. Guckt auch auf ihren Papa, der daneben hergeht. Ich habe gehört, dass die Melanie am letzten Wochenende bei einer Eurocup-Veranstaltung hier in Deutschland recht gut vorne mitgefahren ist. Ich glaube, Platz Nummer 2 hat sie gehabt. Hat sich natürlich riesig darüber gefreut. Heißt also, auch sie lernt immer mehr dabei, das Team lernt immer mehr dabei, lernt immer mehr über das Team, über unsere Räder, über das Team und so weiter, über die Technik und auch das Abschluss. Und damit können sie immer weiter in dieser Klasse nachkommen. Lackiert werden. Das hat er vergessen, den Gang anzulegen. Ja. Jetzt aber Philipp Schilling. Gang ist drin. Und im kleinen Gang. Im kleinen Gang legt er los. Bei ihm ist schon sehr schön das Ackerprofil hinten erkennbar. Das hatte der Traktor ursprünglich, so viel ich weiß, gar nicht drauf. Hier versucht man schon ein bisschen was mit Gewichten, mit Zusatzgewichten zu machen.
vor der Vorderachse vorne kann man ein schönes kleines Gewicht hängen sehen. Auch hinten und die Steigbegrenzer, also alles zusammen kann man sagen, man bemüht sich schon sehr, dass der Philipp Schilling hier weit vorne mitfährt. Und er war auch schon erfolgreich in diesem Jahr. Stand, so viel ich weiß, schon mal auf dem Plättchen. Also für ihn gilt es jetzt, mit dem neuen Faktor auf Erfahrung zu sammeln.
Zukunft für Sie kein Problem, überhaupt kein Problem, obwohl dieses Team auch nicht mehr hauptsächlich auf diese Klasse setzt, sondern Sie haben auch eine freie Klasse-Traktor. Ganz kurz, wenn der Motor ausgestattet ist, ausgefordert, ein links, ein rechts, Zeuge davon, ein Fahrzeug, das eine Leistung von, wenn ich mich ganz täusche, sogar 18 PS. Wunderlich, wenn sie keine Pull schaffen würde. Damit sind wir fast einmal durch. Klasse auf dem Trainingshof erlebt. Und da konnte man genau sehen, wie dicht Sieg und Niederlage schneller im Gang ins Getriebe des Gewichtsbehälters. Das muss jetzt der Josef Bär hier alles wegziehen. Wie denn sein Traktor muss es ziehen? Er nicht. Er muss nur steuern.
muss lenken. Muss sehen, dass er eine gute Bahnstelle erwischt. Meter 84 sind zu notieren. Vielleicht, aber das war eine ganze Ecke weiter.
das war eine ganze Ecke weiter. Und das könnte jetzt sein, dass das Team Donat, das Red Flash Team. Oh, ah ja. Der hört sich auch nicht gut an, der Motor. Gib Gas, Mensch! Oh, der kommt hier hinten auf Touren, der Motor. Mensch! Gas! Oh. Mensch, was war denn da los? Schade. Nein, irgendwie mit zu wenig Gas angefahren vielleicht. Was meinst du? Irgendwas war auf Tour, warum? Kam nicht auf Tour richtig, ne? Nahm auch nicht richtig Gas an. Da scheitert es an den Hinterrädern, ja, kein Profil, das heißt Profil zwar schon, aber kein scharf geschnittenes Profil wie die anderen. Wenn der weitermachen möchte, dann muss er andere Hinterräder haben, ne? Habt ihr schon gemerkt? Ja, hier, ich kann euch einen guten Tipp geben, da hinten im Fahrerlager, da liegen noch welche, bei Peter Naul. Tut zum Hinterräder drauf. Einen kleinen Gang lässt das angehen. Ja. Und der Philipp beobachtet ganz genau das Verhalten seines Fahrzeugs. Ja. Aber der Kunde ist noch nicht zu Ende, denke ich. Ja. Er lagert sein Körpergewicht, alles was er kann, nach vorne. Und das bringt ihm sogar noch ein paar Zentimeter, sogar vielleicht noch ein paar Meter. Nein, dann ist doch Schluss. Und der Reihenfolge der ersten drei ist, denke ich, nichts zu ändern. Denn die ersten beiden, die ersten drei stehen nach wie vor fest. 12,86 Meter. Damit, das ist Thomas Lauer. Und der kann gefährlich werden. Hat sich den Bremswagen auf die linke Bahnseite setzen lassen. Der kann ganz gefährlich werden. Hat die Reihenfolge in der ersten Reihe durcheinander bringen. Und alle, wie sie hier sind, die unter den ersten Reihen sind, alle sitzen sie hier. Schau. Ah! Schade. Schade. Ah. Nein, hat vielleicht eine Bahnstelle erwischt, die nicht ganz optimal war. Irgendwie sowas. Aber der ist hier. Ja. Der Kerl hier. Der grünen John Deere Overall. Der ist ganz, ganz vorne hier. Wie beim letzten Mal auch. Der Fahrer, der sich ausgesucht. Und zieht schon einmal die Begleitung von Thomas hinweg. Ja. Gut sieht das aus. Alles Gewicht hat auf der Hinterachse. Schau mal her, du. Und ich sage auch noch, der steigert sich von Mal zu Mal. Ja. Nicht schlecht, das könnte eventuell Platz 3 sein. Eventuell. Eventuell. Da müssen wir den Laser treffen lassen. 15 Meter 73. 15 Meter drauf. Das ist die amtierende deutsche Meisterin, Melanie Meyer.
und alles schaut gespannt auf sie, was sie macht. Da fällt einem kleinen Erdhörstich, einem jungen grünen Mann ein Stein vom Herzen hier. Ich glaube, er ist Kilian. Ein Stein fällt ihm vom Herzen. Aber auch ganz knapp. Auf so Platz 2 hat er. Hat sie? Wie weit ist sie denn gekommen? 16 Meter 51. Stößt. So ein gutes Hinterräder-Buffi. Wenn die wenig Luft haben, die können ganz gut vorne mitfahren. Aber die Motorleistung wird sicherlich nicht scheitern. Fahren. Problem? Ein Teil nehmen. Soll ich noch nicht mitschauen? Vorne kann sie nicht mitfahren. Keil nehmen. Problem. Schade, hä? Gut, aber der nächste ist schon auf der Bahn. Rolf mit Red Max Nummer 3. Aber nein. Vorne ist er nicht mit dabei. So, dann haben wir noch einen einzigen. Der im ersten Lauf so viel Pech hatte. Motorprobleme, Vergaserprobleme. Zweiter Versuch. Full. Motor, okay, mit Drehzahler. Ja, die ersten Meter sind erreicht, die ersten 10. Halb überstanden, aber nein. Da fehlt es am Grip der Hinterräder. Ich glaube, da müsst ihr noch was machen. Ne? Wie sieht es denn aus mit ein paar Hinterrädern mit Ackerstollenprofil? Ja, das wäre eine gute Idee. Ne? Also wir sind jetzt bei der Grenze von Reichen. Ne? Also, das war ja nicht mehr zu lang. Und jetzt müssen wir noch halten hier. Ja, genau. Es gibt genügend Anbieter davon. Schaut euch mal um. Ich bin überzeugt, dass ihr damit noch ein Stückchen weiterkommt. Aber schön ist es ja, dass ihr... Ist sie. Svenja Polak und Brad Flash. Und dann kommt auch noch die Million. Nummer 2 allerdings hat die amtierende deutsche Meisterin Melanie Meyer Big Nanny. Nur zur Freude aller John Deere-Fans ist er vorne. Hier ist er, der Sieger dieser Klasse, Andreas Kilian, Green Magic! Black Beauty.
liebe Zuschauer, sinnvoll, was die Übersetzung des im Untersetzungsgetriebes anbelangt. Ja, und dann das Ganze noch ein bisschen sicher gestaltet, dann wird es technisch abgenommen und dann kann man hier in der freien Klasse mitfahren. So ein Bauch. Michi, Bauer. Nummer 2, 2, Yamaha Motor, Leistung 95 PS. Das ist
ganz spektakulär. Alter, sag mal, wie lebt ihr? Oder Peter hätte den gekauft. Die Honda, 750er Honda, ein super Bull. Bull, haben wir gesagt, ne? Der ist ein bisschen zu leicht. Aber ein junger Mann geht er durch, ja? So, jetzt aber, Folge Hegel aus Trim, Black Cat. Nicht so schlecht. Nicht schlecht. Ja.
fahren da durch. Aus müssen starten, das müssen wir auch sagen. Aber er lacht immer noch, der Hans Herrmann. Er lacht immer noch. Ne? Das ist nicht ein Spaß bekannt. Und wie nimmt dieser Jungen sein Gang? Platz, wenn du da rankommst.
das weiß ich jetzt nicht so genau, gewinnen konnte. Vielleicht wurde so abgewirkt, kennt man eigentlich gar nicht so von ihm. Ja, die Bahn ist sehr kritisch. Dennis, ne? Vielleicht wäre der kleinere Gang der bessere gewesen, oder? Du meinst, das hat gereicht? Er glaubt das auch zu ziehen. Ach, das ist doch nicht wahr. So, aber jetzt.
Liebermann, der hat aber um jeden Zentimeter hier gekämpft. Ja? Ist das nicht ein Applaus jetzt für die Zuschauer? Ja? Ja, ich denke schon, da kann man wirklich applaudieren. Ja, das sah ganz gut aus. Obwohl, der Dennis da doch noch ein paar Meter. Andreas Kilian konnte die 350er schon gewinnen. Schafft er dann? So, Andreas Kilian. Standesgewicht. Der Herr als Christian Meyer, aber so etwa in der Hälfte bleibt er stehen. Standardklasse 500 Kilo doch eingestellt sind. Und hier vielleicht 10 oder 20 Meter. Und die hat diesen dritten Platz hat kein geringerer erreicht als Christian Meyer mit Blue Tiger. Vollbringen 27:32. Aber auf Platz Nummer 2 Andreas Kilian, Green Magic, weiter im Pull auf 31:56. Doch wieder mal auf Platz 1 ist unser junger Freund Dennis Laue mit The Beginner. 37 Meter.
schwierig. Thank you.
geschafft. Er hat die Superstandard gewonnen. Leider, Thomas Hartmann, Jimmy Junior. Ich gratuliere allen drei Siegern im Namen der DCTO ganz herzlich. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, liebe Zuschauer, das war's von Traktorpolitik in Tag. Es ist schwer genug. Jetzt aber nach hier rüberstellen, das Ding nicht wieder über. Wir sehen uns morgen wieder. Traktorpolitik. Hey, Thomas! Glaube ich, 11 Uhr. Es gibt noch zwei Festivals. Und dann. Thank you.
Kann man da ein bisschen in die Hände klatschen, wie es gut war? Ja. Ich denke schon, dass man das tun kann. Wenn jemand so einen Ofen hier vorbei bewegt, ja. Er ist leider außerhalb der Bahn rechts herausgetragen worden. Das bedeutet für ihn leider, wenn ich das richtig sehen kann, die Disqualifikation. Wir haben hier links und rechts von der Bahn jeweils eine weiße Kreidelinie. Und wenn man die berührt oder darüber fährt, wie er jetzt hier mit dem rechten Vorderrad, dann wird man bis ein bisschen zu schwer zu fahren. Das ist das Ding, was hier noch in der Bahn steht, wo Park for Farmers dran steht, wo Zirkon Blue Line dran steht. Das ist das Ding, was alle Traktoren hier ziehen müssen. Der kommt sehr gut, denn der Tobias hat eine ganz ordentliche Distanz geschafft. Ganz ordentlich zumindest, wenn man nur, in Anführungsstrichen nur, 2000 PS zur Verfügung hat. Ja, 88,33, da verrät sich das, was da drin steht. Und ich muss ihn fragen, lässt er das als Test? Und einfach ein Genuss, den schon im Standgas zu hören, diesen Motor. Aber ich glaube, der Alkoholpreis liegt unter dem Benzinpreis. Für einen Diesel, oder? Liebe Zuschauer, ganz ordentlich für einen Diesel. Man muss sich das vorstellen, das, was eben der Manifest aus Hubraum oder Espressung und allen möglichen Dingen. Der Hinterachse. Und da muss die Lenkbremse oft einsetzen. Ja. Und um nicht aus der Bahn zu kommen, hören, wie er auf einmal Gas zurückgenommen hat. Erneut Gas gegeben.
Ein Erlösenmotor. Ja. Ist ein bisschen anders gestaltet, aber das ist der alte Erlkönig. Nur mit einem anderen Getriebe ausgestattet, naja, und eben optisch anders. So, da kommt er. Total Insanity, Jürgen Welling. Auch nicht, hast doch erst den Anhalt gemacht, Mensch. In Anhalt. Vor. Mal abgerissen. Ach, du lieber. Eis abgerissen. Und wenn der Eis. Ein bisschen rückstellen. Jetzt knallt er doch noch da hinten. Da kommt Duli. Hat er im ersten Versuch. Ja, der Tom Dooley fischt noch ein bisschen hier. Ja. Ja, Wasserdampf. Auch in der Tat. Und zwar mit der sogenannten Lenkbremse. Deutlich Faktor in der Bahnhalte. Aber wer viel bremst, verliert natürlich dadurch auch. Navigationssystem einbauen lassen. Wie unser Bundeskanzler, ich weiß nicht, ob Sie schon gehört haben, unser Bundeskanzler hat sich in seinen Audi ein Navigationssystem einbauen lassen, damit er wenigstens einmal am Tag das Ziel erreicht. Ja? Zeigt, wie diese Lenkbremse funktioniert. Einmal links, einmal rechts wieder. Der geht durch, ne? Mein lieber Mann. Herrlich. Darf man gar nicht dazwischen reden. Und wenn es jetzt dunkel wäre, dann hätte man hier meterhohe Flammen sehen können, aus diesen Ausflüchten besser laufen können.
74/70 der Leistung von Manipit nur hat und sich die beiden Weisen ansieht, dann können Sie ganz zufrieden. Also, okay. Nächstes Jahr wollen wir hoffen, dass er da steht, oder? Ja, wir hoffen, dass er das Stück auf halbwegs fahrbereit ist. Mal schauen. Ja. Wir drücken die Daumen. Leider nicht ganz gut genug. 70/32. Nein. Jetzt ärgert er sich. Siegerehrung, 3 Klassen 2,5 Tonnen. Auf Platz Nummer 3. Friedel Bartholomé, Le Coiffeur. Die gehen ab wie ein Zäpfchen. Und da kommt schon gleich der Erste. Das ist der Eugen Schwarz mit Ghostbuster Nummer 1 aus dem Schwarzwald, aus Oberhammersbach. Ein Rover V12 Motor sitzt dort auf dem Rahmen. Eugen Schwarz. Nicht machen. Schade. Kommt nicht wieder. Schade. Oh, da ist er so weit gefahren aus dem Süden. So laut ist er nicht. T-Rex.
Ersatzsinn. Ersatzsinn. Kein Problem. Natürlich. Da. So viel Leistung hat er nicht. Ist schon zu hin. Das ist ein Freund, in dem vorne der Fahrer an. Obermeister von den Minis, das ist der Thomas Zimmermann mit Joker. Ein Area Spot. Jürgen Weibel aus Rechberghausen. Der Takt. Eigentlich von diesem Motor, von diesem Cadillac nicht verlangen. So, Nils, ihr seid zum zweiten Mal für dieses Jahr dabei. Diese Rennen werden alle gefahren, bis zum Schluss. Bis Haltern. Bis Haltern Einstiege, hast du gesagt. Kann man gehört Haltern sein, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir überhaupt da sind. So, Ghostbuster. Mein lieber Mann, so weit im Puller mit schwerer Bremswagen-Einstellung. Heutigen Tag. Und der Robert, der blubbert so mächtig vor sich hin, hört mal zu. Oh, das war nicht der Motor. Die trennen manchmal nicht so richtig. Ja, das. Sie lachen beide, sind zufrieden, glauben, dass es vielleicht gereicht hat. Vorsichtiges Fahren angesagt. In der letzten Zeitung, die es auch übrigens bei Peter Daniels gibt, sind Bilder davon, wo der Thomas nicht ganz aufrecht stehend mit seinem Traktor abgebildet ist. Thomas. Aber der grüne Mr. Rabbit, der kommt ja noch. Hier sind so ein paar Fans. Wie sieht's aus? Laut? Unglaublich! Also wenn es um Lautstärke ginge, wäre der Erster. Aber ich glaube nicht, dass das ganz ausgereicht hat. Nein! Platz 2, denke ich. 89, 81, ja, dürfte Platz 2 sein. Sich 63.
Nummer 2, der Grüne, Mr. Rabbit, Jürgen Weibel, 89-81. Platz 1, die Ghostbusters. Hier kommt er, der Eugen Schwarz mit einer Weite von 97,43. Platz 1. Und jetzt staunt er, kriegt er große Augen. Ja, so schnell warst du. So schnell bist du hergedüst. Ha! Mit deinen beiden Gemüten. Alles ganz tief aufgebaut. Die Motoren tief unten. Das Chassis tief unten. Tiefer Schwerpunkt ist angesagt. Aufgebaut.
eine Tonne mehr drauf. Auch gut lenkbar mittlerweile. Aber ganz klarer Fall, die können natürlich nicht. Das ist eine super Skierachse von diesem Jorge. Vielleicht können wir das gleich noch ein bisschen vorführen. Also nicht für die Helden. Tobias Winnmann. Wieder tischmäßig beim Tom Dooley. 71-41 war die erste Weite, die er gezogen hat. Damit hat er sich ein bisschen verbessert. Auch okay. Wenn er vorbeikommt, verabschieden wir ihn. Einen Applaus. Jetzt bin ich gespannt. Zum Pult, ja oder nein? Wir können noch einmal einzuspielen. Sie kann es nicht verstehen. Zunächst Martin Ortgras, Ivan. Lieber Mann.
mit 3.500 PS, die es hier versucht, dem Martin das Leben möglichst schwer zu machen. Serge Jacobi, Rudel Leben. Mal applaudieren, oder? Ja? Dann wird einem auch direkt wieder ein bisschen wärmer hier. Ja? So. So, jetzt ist er auf. Ich stelle noch ein paar Gase, ist doch nicht in Ordnung, sagt er. Dadurch knallt es am Anfang. Ah, auch so um die 70 Meter herum. Er hatte Mühe, das Fahrzeug in der Bahn zu halten, wir haben es gesehen. Musste wieder mit der Lenkbremse ab. Ja, wo sind die Probleme, das ist Schaudreif. Nein, so, zunächst mal sehen wir uns den Challenger an, Tobias Haskamp. Auf jeden Fall weiter als die anderen in dieser Klasse, aber wie weit? Meter 78, Dreckziehen sind 16,5 Tonnen. 16,5 Tonnen Gewicht werden. Ja. Ganz deutlich gesehen haben,
das Fahrzeug ins Fahrerlager begleiten. Wäre ganz schön. Ja. Aus eigenem Hause von Platz 2 auf Platz 3, der Teamverbund hier ist dieser hier. Der junge Mann, das ist der Quessel. Er hat das Green Monster gefahren. Heute 90,28. Und hier kommt Platz 1, absoluter Sieger, 94,25 Meter, Ivan Martinakas. Gemacht haben, ist schon der Bremswagen umgebaut worden. Die Anhäuser winken schon, alles klar, der erste Starter von den Superstandards kann vorfahren. Liebe Zuschauer, Superstandardklasse, das bedeutet, das sind die heiß gemachten Serientraktoren. Heiß gemachte Serientraktoren, das bedeutet, du nimmst einen vielleicht alten IHC oder einen neuen, vielleicht auch, oder einen John Deere. Er sollte allerdings möglichst einen 6-Zylinder-Motor mit möglichst viel Hubraum haben. Die Ventile und alles Mögliche schmelzen. Das wollen wir vermeiden. Deshalb also Ladeluftkühlung. Ja, und die Kupplung muss man ändern. Das Getriebe ändert man ein bisschen. Alles wird ein bisschen stabiler gemacht. Hier kommt er. Das ist zum größten Teil Wasserdampf, was da noch rauskommt. Ja, und die verbrauchen so etwa 3 bis 4 Liter Diesel für einen Pull und 3 bis 4 Liter Wasser für einen Pull. Also das, was da rauskommt, hält der Wasserdampf nicht. Hans Schweiger, Rowdy. Der 6-Zylinder-Diesel, der auf dem Acker einen Flug hin und her gezogen hat. Das war mal einer. Und noch etwas fällt mir an dieser Stelle zu diesem Fahrzeug ein. Und zwar, im letzten Jahr beim Europameisterschaft. Was hat alles gemacht über dieser Ding, dass der so gut geht? Das ist aus. Oder Donnerstag oder jeden Tag. Mattmann. Von Clemens Mattmann. Nein, der will nicht. Schade, schade, schade.
Aber auch das gehört bei der Superstandardklasse dazu. Bei der Klasse. Er hat noch einen zweiten Versuch, den nimmt er wahr und vielleicht geht es dann besser. Wir drücken ihm die Daumen. Doch der Lower, so wie wir ihn von den Minis her kennen, jetzt hat er umgebaut. Wir haben einen Netzpunkt unter der Haube hat. Gut, es gibt in Holland noch einen, European Mate, der hat auch einen. Und es gibt. Versenkt, Gewicht eingeladen, dann steht ein Anhänger, da steht Pull-Off dran, so ein weißer Anhänger, da kann man Informationen über die USA-Reise bekommen, im nächsten Jahr, im Februar findet diese Reise statt. Ja, man hört so ein bisschen am Dialekt, dass er aus der Nähe von Köln, Bonn, aus der Ecke kommt. In Louisville, in Kentucky, dort geht diese Reise hin. Da wird eigentlich Landwirte, die dort hinkommen. Also Riesenstimmung ist dort angesagt und tolle Puls, kann ich Ihnen empfehlen. So, da kommt... Sicherlich guter Puls, aber nicht sehr viel, nicht sehr viel weiter als der Fiat, als der New Holland. Nicht sehr viel weiter, etwas aber nicht viel. Aber auch der Sondier ist da. Ich bin hier drauf gespannt, wie meint der Kaiser. Beaming Phantom. Ein super Pull, aber nicht ganz auf Rowdy-Niveau, nicht ganz. Somit ist uns ein Blick unter die Haube eines Vampirs vergönnt. Um zu finden, wir haben eine Mutterbach an der Seite und eingeklippt, damit ist das Blech abgezogen. Aber Marke Kaiser freut sich auf jeden Fall. Ah! Immer. Hey!
Gegangen sein. Das ist so die berühmte Breite eines Ameisenknochens. Nein. Nein. 2 Meter etwa. 2 Meter etwa. Wir haben hier noch ein paar Leute zur deutschen Meisterschaft. Der nächste. Dann wie viel Glück habt ihr noch? Das bleibt spannend zwischen diesen hier. Ein Diesel, einerseits ein Alkohol-Tubaki, Klaus Klang, gezogenerweise in Polo, 66,55. Und das zweite, aus Bayern, aus der Nähe von München, wie sich das wird mit dem Raudi, der Hans Schweiger. Hallo auf Platz 1, aus Kratznach, aus der Schweiz, Rudi Kattner, Supermoni, Rudi! Auf eine CD, ja? Dann zu Hause eine gute Anlage. Haha! Endlosband! Den haben wir heute noch nicht gesehen. Paul Heistermann hat 4 TV2-Turbinen aufgebaut. Sie ein bisschen ihr Gehör, denn er ist sehr, sehr laut, sehr heftig.
Kraft auf dem Rahmen. Geballte Kraft. 7500 PS drauf. Da kommen sie. Zu sehen. Und zwischen den Wiesen war ein Rico voller Ton. Kein Applaus. Aber jetzt müssen wir uns beeilen, denn da vorne steht nämlich schon der Twister. Ein umgebauter Panzermotor. Beeilt euch mal ein bisschen. Fahrt mal ein bisschen schneller hier. Sonst kann der nicht starten. Ah, jetzt hat er einen zweiten Gang gefunden. Gut. Aber jetzt kommt Gerd Wagner. Ein Continental V12 Panzermotor mit 3 Blowern. Nein, noch nicht ganz optimal. Das lag an der Kupplung. Man versucht sich langsam heranzutasten. Der Motor hat eine Fliehkraft. Kann man nicht verstehen. Nein, ich gucke euch auch gar nicht an. Den Zugwiderstand nicht berechnen. Das liegt daran, weil der Bremswagen unterschiedlich schnell fährt. Das heißt, es ist zunächst eine Beschleunigungsfaktor. Das ist die Crossbox. Wie der von einem Rad auf das andere gekommen ist, der gearbeitet hat.
stehen hier, die Zuschauer, für diese Wahnsinnskur hier. Aber die Zuschauer, diese Seite hier. Er muss sie auf den Boden bringen. Alles ist optimal. Das Chassis stammt aus den USA sogar. Enrico Vollersohn, Challenger. Nein! Hat nicht sollen sein. Paul ist weit vorne. Einige Meter sogar. Aber Platz 2 könnte es sein. 82 Meter 3 hat er. Eine Durchsage auch ans Fahrer. Und der war so gut unterwegs. Haben Sie das gesehen, wie der beschleunigt hat hier vorne? Wie der unterwegs war? Im Tempo der berühmten gelben Scheißausfliege. Und dann kommt er da beinahe rechts auf der Bahn. Und ganz vorne mit dabei. Aber der war gut unterwegs, mein lieber Mann hier. Aber, ja. Hast du vielleicht zu spät das erkannt mit der Lenkbremse? Die Fans wissen da unten, was ich meine oder was er meint. Das ist eine alte Geschichte von. Ja, so war das von hinten hoch, genau. 1:3:11, das war vorbei. Den deutschen Doppelprüfung mit einer Weile von 84:48. Gestartet. Das sieht aber das Reglement der DTTO für Wertung äußerlich erkennen. Diese Nockenwellen, die oben liegenden pro Seite, die fehlen hier. Das ist alles standardmäßig, aber ein Turbolader ist aufgeschraubt. Und damit kommt der Patrick Schneider, der da oben drauf sitzt, zum Rennen.
ein. Das ist Standard-Pulling, liebe Zuschauer. Da wird noch richtig am Zeug getragen. Da wird nichts so stark beschleunigt, zum Beispiel auf der 20. Das ist schon beeindruckend, wenn man das verwendet, um hier einen Flug zu ziehen. Ja, da schaltet er nochmal. Mein lieber Mann, Gerd-Jan Verhoeven. Einen Schweizer hat man gefunden. Und so sitzt dann ein Schweizer in Deutschland auf einem Traktor, der einem Holländer gehört. Der Traktor stammt aber aus den USA. Also eine Vierländer-Kombination. Ja? Haben wir hier. Oh! Ja, der hat ihn noch nie gefahren. Bis jetzt hat er immer nur einen Führer gefahren. Oh, kennt ihr den nochmal auf Touren? Gibt Vollgas und langsam, aber sicher? Nein, 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 nein. Aber er hat ja noch einen zweiten Versuch. Jetzt steht er hier, der Motor. Traktor Führer, eine Schweizer Marke, die allerdings zurzeit keine Traktoren mehr produziert. Sie haben damals Mercedes-Motoren verwendet für ihre Traktoren. Naja, und kann ich fahren. Oh. Guido Garlinger ist das übrigens. Stichgang eingelegt, war auch recht erfolgreich. Aber jetzt aus Erkelenz, Holzweiler. Holzweiler, so sagt man. Ein C-Tor. Heinz Hochwald sitzt da am Steuer. Thank you.
Zum Beispiel heute, wer hier die Nase vorn hat, der qualifiziert sich für den Endlauf zur deutschen Meisterschaft. Und der ist in Erkelenz-Holzweiler. Das sind also alle Sieger dabei und wer dann dort gewinnt, der ist deutscher Meister. Der Case, aber Ende in etwa Höhe 60 mal 10, diese ganze Gruppe gehört, sehr stark verletzt am Rücken. Er ist anschließend mit dem Rettungszug aus. Heinz Hochwald fährt den Petor hier. Kommt er was zu tun? Oh, Theo. Nee, ich glaube nicht, dass du das Gefühl, dass das gestimmt hat, dieses Gefühl von dir. Ich soll nicht daran springen? Oder doch? Nee, brauchen wir einen Bergeschlepper? Ja, also bitte einen Bergeschlepper in die Bahn. Der C-Tour will nicht. Unser Freund aus der Schweiz angehängt, der Guido. Ja, kleiner Gang, ja, und richtig Gas geben muss er auch, macht er auch. Und? Nein, geht nicht vorbei an Gerd-Jan Verhoeven, an dem Original-Case. Nein. Nicht ganz eine Traktorlänge liegt dazwischen. 57, 72 die Weite für den Guido. Aber immerhin, Platz 2 ist ja auch nicht schlecht. Obwohl, Patrick Schneider ist noch wirklich gejubelt. Das gehört auch so. Aber der hier, was meinst du? Kann der gefährlich werden für dich? Kann gefährlich sein. Ja, kann. Ja, ist gut unterwegs. Aber nein, ich glaube nicht. Somit bleibt unser Gerd-Jan Verhoeven aus Baken der Sieger. Sag nochmal ganz schnell den Termin für eure Veranstaltung in Baken. Ich habe das schon angehört. Und es kommt Gerd Wagner. Ganz 20 Tonnen. Okay, bald an die 20 Tonnen. Haben Sie gesehen, wie er den Helm abgenommen hat? Ach, der Junge. Ja. Ich habe eben vor der Siegerehrung in der 4-5 gefragt, was das für ein Gefühl ist, wenn man da oben drauf sitzt und weiß, man entfacht eine Art Erdbeben. Man hat in seiner rechten Hand die Gewalt.
im nächsten Jahr oder vielleicht bei dem nächsten Puls schon wieder besser aus. Allzu schönen Wetters ausgehalten haben. Also von meiner Seite her. Bei Klasse 5,4 Tonnen. Auf Platz Nummer 3 haben wir den Century Fox von Ulrich Koch. Beide sind 91 Meter. An unserem holländischen Freund, Ellison mit Green Spirit. Flasche Bier bekommst du. Karl Heistermann mit Kiepenkerl, da haben sie die Bull in dieser Klasse. Patrick Schneiders. Aus der Schweiz. Auf Platz Nummer 2, der Guido Garlinger. Platz Nummer 1, Kurt Jan Roden mit dem Case.